Ich hätte gerne eine Flasche Sekt für die Küche, damit ihr mal ein bisschen Stimmung in den Laden kommt. Hallo ihr Lieben, das ist die zweite Folge von meinem Format, in dem ich euch meine Lieblingsrestaurants vorstelle. Heute sind wir in Kreuzberg im Toulouse-Lautrec und ich glaube, es wird modern, aufregend und lecker. So, komm rein. Hallo. Das ist die Küche. Klein, schön, aber fein. Hier ist dein Platz für heute Abend. Hier darfst du sitzen. Wirklich? Live im Geschehen. Andere zahlen Unsummen für Chefstable, oder? Ja, ja, genau. Cool, bin ich auch ein aber woanders, ist es, woanders ist es auch mehr komfortabel. Vielleicht holen wir den Hocker. Den Barhocker, ne? Geil. Ich hole dir einen Hocker. Danke. Ja? Schön. Letztes Mal war ich so geflasht von dem Essen hier, dass ich dachte, ich muss auf jeden Fall mit euch hier hingehen. Ihr müsst es unbedingt sehen. Es war ein bisschen teuer. Aber es lohnt sich, wirklich. Und ich glaube ja, dass sie dieses Jahr einen Stern kriegen. Aber da kommt der Hocker. Hocker. Wie würdest du deine Küche beschreiben? Was wir versuchen hier zu machen, ist uns eigentlich von all diesen dogmatischen Dingen zu befreien, die tatsächlich ja heutzutage sehr modern sind oder in Mode sind. Zum Beispiel? Leichtigkeit, Gemüseküche, Ernährungsbewusstsein, also das kleinstmögliche schlechte Gewissen zu verkaufen und nach Hause zu gehen und zu sagen, ich habe halt irgendwie zwar 10 Gänge gegessen, das war super, aber ich kenne jetzt Bauer sowieso und wir versuchen es den Fokus darauf zu legen, irgendwie viele Aromen komplex auf den Teller zu bringen und einfach Produkte zu verarbeiten, die irgendwie für sich stehen und super sind. Ach so, was esse ich denn heute? Das ist unser neues Menü, das hängt da oben, deswegen komme ich immer da hoch. Genau, wir würden dir machen die Makrele, dann die Karotte rechts aus dem vegetarischen Menü. Also wir bieten ja zwei Menüs an, aus denen der Gast hin und her wählen kann, wie er es gerne möchte. Kriegst selbstverständlich die 4 Tomaten und den Hirsch im den Hirsch im Hauptgang und Dessert darfst du dir aussuchen, ob du da vielleicht die Buttermilch möchtest oder die Hagebutte. Das weiß ich noch nicht. Kannst du überlegen. Wonach wie viel Gänge isst man normalerweise bei euch? Also ich würde immer empfehlen, alles zu essen. Also nicht 16 Gänge, sondern vielleicht, also wenn wir 2 mal 8 Gänge. 8 Gänge sind schon ganz gut, damit man halt weiß, was hier eigentlich passiert. Und wir denken uns ja auch was in der Dramaturgie des Ganzen. Und deswegen sind 8 Gänge immer super und wir lieben alle unsere 8-Gang-Menügäste und feiern die wirklich hart in der Küche und dann gibt es meistens dann noch einen Gang aufs Haus. Die Gäste können wählen sich 5, 6, 7, 8. Okay, na dann los, ich habe richtig Bock. Ich bin jetzt raus, jetzt macht der Gordon das Brot. Was ich zum Beispiel nicht verstehe, dass man in schicken Restaurants immer nie das Käppchen kriegt, aber ist das doch der beste Part? Hey. Ja, das verstehe ich auch nicht. Das ist so, totaler, ne? Totaler Quatsch. Ich frage immer halt auch extra danach. Sag ich, hallo, kann ich noch mehr? Sauerteigbrot, Weizenvollkorn-Sauerteigbrot von der großen Bäckerei The Bread Station heißen die. Ja. Bread Station, genau hier im Paul-Liebig-Ufer, Maybach-Ufer, genau. Meine Hut. Ja, total regional auch. Das ist unsere regionalsten Produkte. Und die aufgeschlagene Rohmilchbutter mit ein bisschen Joghurt. Das schmeckt ja geil mit der leichten Säure. Also diese Butter ist leicht aufgeschlagen und das kann man so machen zu Hause, indem man einfach das elektrische Handrührgerät mindestens 8 Minuten reinhält. Man denkt am Anfang, hä, das passiert ja gar nicht. Und auf einmal wird das super cremige Butter. Das habe ich übrigens schon mal gemacht. Das Video verlinke ich euch jetzt hier oben. Ich habe eine rote Beete-Butter aufgeschlagen. Macht man offensichtlich auch in schicken Restaurants. Wenn die Gäste hier hinkommen, gibt es eine Begrüßung. Draußen wird es ja jetzt kalt und so weiter und so fort. Und da wir relativ wenig mit Sachen wie, wie nennt man das, Sättigungsbeilagen arbeitet, um die Aromen nicht zu verfälschen, sondern damit man halt wirklich die volle Power hat, haben wir jetzt hier quasi so eine Interpretation vom Kartoffelpüree. Das ist irgendwie so ein Yummy-Ding, wo sich alle irgendwie reinlegen können. Die kommen also aus dem Kalten draußen ins Warme drinnen. Das mache ich dir jetzt einfach mal. Wir haben das quasi Püree-Kartoffeln gekocht. Also so, wie man Püree eigentlich klassisch nicht kocht, also total verrührt und verkleistert. Und dann in diese wunderbare Sahnespender-Geschichte gefüllt. Und im Idealfall sinkt jetzt die Soße da leicht ein. Was ist das für eine Soße? Das ist Steinpilz-Rahmsoße. Mm. Genau. Und das ist dann quasi der Gang, das ist Kartoffelpüree mit Soße. Guten Appetit. Boah, es duftet schon mal so richtig gut. Ich war ja letztens Steinpilze suchen, keinen einzigen gefunden. Aber andere Pilze. Die fluffigste Kartoffelsuppe, die ich je gegessen habe. Boah, schmeckt geil. Ich kann gar nicht erwarten, dass es weitergeht. Gut, jetzt brauchen wir den Fäcker da, der macht die Makrele. Ja. Die Makrele? Okay, so first course is cured mackerel, then marinated in ceviche. Oyster leaves, oh oh. Das sind so unfassbar krasse Blätter, die schmecken wirklich wie Austern. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Das schmeckt wie eine Muschel, wie eine rohe Muschel. Voll krass. Was ist in diesem Ceviche, in der Ceviche-Sauce, oder? Holunderblüten-Sirup.
Reis, Essig, Chicken Chili Soße. Die aus der Flasche? Die grüne, ja, aber passiert. Ist ja for Seafood, ist ja klar, dass man die grüne nimmt. Ich sag, man muss alles selber machen. Stimmt offensichtlich gar nicht. Okay, ja, hast du, mal, du kannst sie gar nicht so gut selber machen. Ganz genauso gut. Kein Unterschied. Wirklich, ich hab's ja schon gemacht. Nehme ich. Kein Unterschied. Mhm. Soll ich das? Wirklich? Ja, sollst du. Das ist wirklich kein. Also, komm doch her und zeig mir eine Chicken Chili Soße. Mach ich. Ja. Okay, wir machen das nächste Video. Ich komme in diese Küche, wenn ihr da auch Bock drauf habt und zeigt, wie man Chicken Chili Soße hier aus dem Dings, ne, aus dem Asialaden selber macht. Man selber macht. Rot und grün? Rot und grün. Jawohl, rot und grün. Gut, Deal. Jetzt esse ich erstmal die Chicken Chili Soße. Und was ich an Max Küche liebe, die ist so richtig scharf. So ein bisschen, also zieht schon ein bisschen. Macht richtig Spaß der Gang. Und da können sich so einige Peruaner noch was abschneiden bei der Ceviche. Zur Makrele geht ein Cocktail mit einem selbstgemachten Kümmel. Dann kommt entsaftete Gurke dazu, ein bisschen Zitrone haben wir und Dill. Köstlich. Diese junge Dame ist übrigens Gastgeberin des Jahres geworden von den Berliner Meister. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ist so, ne? Gastgeberin ist so. Ja, Gastgeberin of the Universe. Trinke auf dich. Großer Felix, boah, ich würde jetzt hier die Möhre grillen. Ich möchte noch kurz sagen, wie unfassbar gut dieses Getränk schmeckt. Ich wollte selbst mal eine Gurkenlimo machen. Ich habe die Zeit irgendwie ein bisschen verpasst, weil ich glaube, jetzt schon wieder out. Aber Gurke im Getränk ist so geil. Und Dill witzigerweise auch. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Aber das ist eben schicke Restaurants, da kommt der Dill nicht zum Fisch, wie man das denken würde, sondern im Getränk. Was ist denn jetzt? Jetzt gibt's Möhre. Genau, wir grillen jetzt hier die Möhre, die ist vorher gegart in verbranntem oder angekohltem Heu. Und jetzt legen wir die auf dieses wunderbare grüne Ding, also dieses grüne Ei. Dann kriegt die nochmal so, die verkohlt so ein bisschen. Gibt Röstaromen, ist kurz in Butter, mit Butter bestrichen, geklärter Butter. Und dann schneiden wir die auf, dazu gibt's eine Kamillenbutter. Ich hätte gerne eine Flasche Sekt für die Küche, damit ihr mal ein bisschen Stimmung in den Laden kommt. Es geht weiter. Hier haben wir eine Brühe von geröstetem Gemüse, also Sellerie, Lauch, Karotte, was so gibt, Fenchel. Das würde ich jetzt so angießen. Und dann kannst du es essen. Sehr, sehr hübsch. Das Gericht riecht total intensiv. Dann riecht so richtig krass die Kamille. Sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Und dieser Gemüsesud ist super intensiv und die Kamille passt total gut dazu. Und die Karotte ist tatsächlich auf dem Punkt schön knackig noch, aber nicht zu knackig. Und diese Röstaromen, ich habe auch schon mal überlegt, ob ich Sachen so verbrenne zu Hause, aber ich weiß gar nicht so richtig wie. Vielleicht auf dem Balkon. Sehr, sehr köstliche Gemüsesuppe, die ihr hier gemacht habt. Jetzt sind meine Hust doch hüpfen wegen der Gemüren. Das war doch bei Bugs Bunny früher auch so. Ja. Ist ja so. Richtig. So, Jungs, ich habe jetzt eine Flasche Sekt geordert. Ihr freut euch wirklich, ne? Ja, klar. Was? Ja, klar, freuen wir uns, was denkst du? Wir sind mega happy, Felicitas. Hier gibt es nie Alkohol bei uns. Fürs Personal gibt es kein Alkohol, nie. Und jetzt bist du da und alles ändert sich. Schön, ne? Mega gut. Guck mal, wie durch Zauberhand habe ich hier Gläser entdeckt. Das dafür, dass es nie Alkohol gibt, hat er aber gut vorbereitet, ne? Mega gut. Du wirst auch gleich merken, dass es nie Alkohol gibt, schlägt er halt direkt bombenmäßig ein. So. Guck mich in der Kette. Prost. Prost! Schön, dass ich da sein darf. Das ist ganz wunderbar. Prost. Was kochen wir jetzt? Jetzt kochen wir. Als nächstes gibt es den Hirsch. Der kommt natürlich auch von um die Ecke. Fangen wir an. Das war ein Abruf, ne? Tisch 1, einmal Hirsch bitte. Jawohl. Jawohl. Dauer. Funktioniert gut. Gordon, Tisch 1 ist ein Hirsch abgerufen. Danke. Top VIP. Guten Abend. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Danke. Wir freuen uns. Wir haben hier die Schwarzwurzel in Heumilch gegart mit getrockneter Hirschleber, da drin gewälzt und verbrannter Schwarzwurzelschale. Eine Emulsion aus Mohn und Sahne. Den Hirschrücken gegart, in Mohn gewendet und eine Kirschblütensoße. Viel Spaß. Guten Appetit. Man sagt ja eigentlich, dass die Schwarzwurzel der Spargel des armen Mannes ist. Und ich glaube, wenn man in so einer verrückten, getrockneten Leber wälzt, dann hat es nichts mehr mit armen Leute essen zu tun. Die Leber schmeckt total würzig. So ein bisschen wie wenn man Leber ganz lange brät und dann nur die äußeren Stücke isst sozusagen, also das Knusprige von der Leber, das, was man eigentlich so sehr gerne hat. Was ich an Max' Küche besonders mag, ist dieses Spiel von Konsistenzen. Es ist eben total mehrdimensionales Gericht. Es ist knusprig, cremig, hier ist ja noch was Helles sozusagen. Und ich sage ja immer, wenn es bunt aussieht, schmeckt es auch bunt und das kann man hier ja gut sehen. Man hat hier ein bisschen grüne Kräuter, dann hat man diese Cremigkeit, helle Farbe, pink im Fleisch.
Es ist ja traurig, aber ich glaube, ich muss jetzt schon das Dessert essen, ne? Es gibt entweder Buttermilcheis mit entsafteter roten Beete und Meringue. Meringue. Oder Hagebutte, Honig und Blütenzucker. Ich glaube, ich würde Hagebutte, Honig und Blütenzucker nehmen. Gute Wahl? Or you can have the VIP one, it's not even on the market yet. I go for the VIP one. Go for it, VIP! Verbranntes Heueis, Sauerklee, Rapsaat, geröstete Rapsaat und wir haben ein Öl aus gerösteter Rapsaat machen lassen. Bieressig und. Oh, Bieressig. Genau. Und wie heißt das Zeug? Sauerklee, Oxalis, grün. Wie ihr wahrscheinlich wisst, liebe ich Eis so sehr. Letztes Mal habe ich hier so ein gutes Eis gegessen aus Johannisbeersträuchern. Und jetzt ein geröstetes Heueis, also auch völlig aufregend. Boah, es ist so cremig und so lecker. Es ist recht süß, aber wenn man dann eben was von dem Bieressig erwischt und so ein Blatt Sauerklee, dann hat man wieder dieses unfassbar schöne Spiel von den Konsistenzen. Boah, schmeckt mega gut. Kommen wir alle zusammen für ein Foto? Ja, ich bin schon da. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Fine-Dining-Ausflug gefallen. Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Spaß in einem Lokal. Und auch wenn es ein bisschen teurer ist, ich finde, das Geld lohnt sich auf jeden Fall. Es sind nämlich echt faire Preise für das, was man kriegt. Es gibt auch ein bisschen Action und zerbrochene Gläser nebenbei. Sorry. Ihr seht, das sind auf jeden Fall richtig coole Jungs, die es wert sind, unterstützt zu werden. Falls ihr Bock habt, dass ihr noch mehr solche Videos macht, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch einen Restaurantvorschlag und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.